Moin und hallo, ihr schaut Marvelomania. Ich bin Marv und wir können uns heute das erste Mal sehen und wir spielen ein neues Spiel. Pioneers of Pagonia ist heute rausgekommen. Das haben wir ja vor ein paar Wochen, haben wir schon die Demo gemeinsam gespielt hier auf dem Kanal und das fand ich damals schon richtig, richtig toll, das Spiel. Und jetzt ist sozusagen die Early Access rausgekommen und ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass das keine Early Access wie bei The Day Before wird, sondern einfach schon im Grunde genommen ein fertiges Spiel ist. Und deswegen habe ich heute direkt zugeschlagen, mir das Spiel gekauft und möchte das jetzt hier auf meinem Kanal spielen. Das wird auch, nehme ich mal an, ein längeres Let's Play werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Struktur ist, ob es da eine Kampagne gibt, die wir durchspielen werden oder ob das immer einzelne Maps sind oder so. Ich habe das Spiel jetzt wirklich das erste Mal sozusagen gestartet und dachte, wir gucken uns das einfach zusammen an. Also ich kenne ja schon ein bisschen was aus der Demo und ich habe gestern auch schon ein paar Streams oder ein paar Videos auf YouTube dazu gesehen. Von daher bin ich schon ein bisschen abgeholt und ich bin richtig kribbelig, weil dieses Spiel wirklich, glaube ich, und das habe ich damals auch schon so gesagt und auch geschrieben, das Siedler ist, was wir uns alle verdient haben nach den vielen, vielen Pleiten. So, wir klicken mal auf neues Spiel, mal gucken, was passiert. Wir können hier vordefinierte Karten spielen oder benutzerdefinierte Karten. Das habe ich irgendwie schon gesehen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal vordefinierte Karten und spielen doch tatsächlich die Einsteigerkarte, oder? Ja, die beste Karte für den ersten Besuch in Pagonia. Aufgaben leiten dich durch die Grundlagen des Gameplays. Sollen wir das so machen? Begegne erstmals einem pagonischen Dorf und freunde dich mit seinen. Nee, warte mal, wir machen nicht die Einsteigerkarte. Das ist ja so, das habe ich im Demo ja eigentlich schon gespielt. Da würde ich mir schon ein kleines bisschen mehr zutrauen. Hier steht ja auch keine Gegner, kein Kampf auf der Insel. Größe 3, okay. Siegestyp Aufgaben. Mal, lass uns die zweite nehmen. Da treffen wir das erste Mal auf freundliche Einwohner. Und das würde ich einfach mal ausprobieren. Und dann können wir das nächste Spiel sozusagen mal mit Feinden machen. Also, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Also, es gibt Diebe auf jeden Fall. Steht auch hier. Es gibt aber auch Werwölfe. Wusste ich gar nicht, dass das so ein bisschen Fantasy angehaucht ist. Wobei Magie gab es ja, glaube ich, sowieso auch schon. Schauen wir mal. Was ist hier unten? Einstiegsaufgaben helfen dir, eine grundlegende Wirtschaft aufzubauen. Ja, komm, das lassen wir mal an. Ist jetzt doch schon ein bisschen her. Und dann laden wir das Spiel. Oh, okay, ist super schnell geladen. Aufgaben mit allen Fraktionen anfreunden. Baue Entdeckerposten, baue Wachtürme. So, baue Holzverleuten, Steinbruch, Sägewerk, Steinmetz. Okay, da fangen wir doch gleich erstmal mit an. Achso, hier kommt jetzt noch so ein Dings. WASD, ja klar, Zoom, alles easy. Ja, kriegen wir hin, ne? So, dann müssen wir mal kurz gucken. Also, wir brauchen eine Holzfällerhütte. Die würde ich einfach mal hier hinbauen. Ich glaube, wir können wir da auch einfach gleich zwei bauen. Ich denke schon. Machen wir einfach mal. Wir bauen dann Wege. Vielleicht können wir den Weg hier so ein bisschen. Ich bin jetzt natürlich so City Skylines 2 Grid geschädigt. Das versuchen wir dann natürlich ein bisschen schöner hier zu machen. Okay, so, da laufen die schon mal los und bauen die Holzfällerhütten. Wir brauchen noch Sägewerk. Wie war das nochmal? Sehen wir hier die Produktionsgeschwindigkeit? Ich bin mir nicht sicher. Lasst mal Sägewerke. Also Sägewerke würde ich ehrlich gesagt hier so mit dran bauen. Dass wir hier mal noch einen Weg hin machen. Und dann bauen wir. Ich will nicht, dass die weit laufen müssen. So, machen wir zwei Sägewerke auch dahin. Und dann brauchen wir einen Steinbruch. Stein ist da hinten. Holt er sich das eigentlich, auch wenn das nicht in meinem Gebiet ist? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir werden es gleich ausprobieren. Oder gleich sehen. Genau. Steinbruch schließen wir dann. Können wir eigentlich so direkt anschließen. Und was war das noch? Ein Steinmetz. Ja, na klar. Steinmetz. Und den hauen wir mal
so hin, so dass wir da noch einen Weg im Zweifelsfall hinbekommen. Ja, jetzt wird ja schon irgendwie ganz viel gewuselt. Ah, ich sehe gerade, ich verdecke so ein bisschen die Karte, ne? Das ist ja für mich jetzt hier auch neu. Soll ich das einfach mal hier auf die Seite rüberschieben oder was? Können wir auch machen. Muss ich aber ganz kurz, muss ich nochmal hier transformieren. Horizontal spiegeln, so sieht das besser aus. Genau, jetzt müssen wir, glaube ich, warten. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es jetzt auch eine Funktion gibt, um das Spiel schneller zu stellen. Ja, hier. Guck mal. Das gab es nämlich in der Demo noch nicht. Finde ich geil, dass die das noch reingebaut haben. Weil wenn man jetzt hier auf solche Sachen wartet oder später dann auch auf darauf, dass irgendwelche Waffen oder so geschmiedet werden, das hat ja wirklich sehr, sehr lange gedauert, finde ich das eigentlich ganz angenehm, dass man das vorspulen kann. Oh, hier wird ja richtig Holz weggemacht. Eieiei, da brauchen wir aber... Warte mal. Da können wir direkt einen Förster bauen. Pflanze in deinem Gebiet Setzlinge, aus denen durch Gießen mit der Zeit. Also, der braucht auch Wasser. Naja, schauen wir mal. Ich würde jetzt gerne wissen, wie gesagt, ob der Steinbruch, ob der Steinmetz dann sozusagen auch da hinten hinrennt. Macht er nicht. Keine Ressourcen zum Sammeln in der Reichweite. Okay, das heißt, wir müssen expandieren. Und zwar geht... Doch, das geht mit dem Wachturm, ne? Wachen können mit Grenzsteinen dein Gebiet erweitern. Gut, dann bauen wir da erstmal einen Wachturm hin. Wir sollen auch tatsächlich einen zweiten Stein mit und einen zweiten Dings bauen. Wir haben aber Steinbruch. Also wir haben hier wirklich auf der im Anfangsgebiet keinen Stein. Ne, müssen wir tatsächlich erst... sozusagen hier unser Gebiet erweitern. Ist okay. Und Wohnhäuser sollen wir bauen. Da muss ich kurz gucken, wo das ist da. Kleines Wohnhaus. Da würde ich doch einfach mal sagen, wir... Die sind wahrscheinlich 2x2 groß? Oder wie sieht das aus? Ja. Weil dann könnten wir gucken, dass wir hier... Irgendwie eins. Ja, machen wir mal so. Und dann bauen wir hier auf jeden Fall mal Wohnhäuser hin. 3 Stück. Die 3 geforderten. Eine Jagdhütte können wir an sich auch schon bauen. Wahrscheinlich unter Nahrung. Oder? Was? Da, Jagdhütte. Der hat ja ein bisschen was zu tun hier. Wir müssen ein bisschen Platz für einen Wachturm lassen. Vielleicht können wir den hier schon dran setzen. Ja, dann können wir nämlich auch in die Richtung auch schon expandieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Genau, ein Forsthaus sollen wir bauen. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall dann auch... ein Brunnen, glaube ich. Können wir hier gucken, was hier alles gelagert ist? Da ist Wasser noch gelagert. Okay. Hier ist schon richtig was los, ne? Also, da geht schon richtig was ab. Ich muss hier mal ganz kurz einen Teebeutel aus der Tasse nehmen. So. Ja, wir warten jetzt einfach, bis der Wachturm da fertig ist. Also die Jagdhütte und so. Ja, wir können ja mal nochmal hier beschleunigen, was hier so passiert. Jetzt werden die Häuser gebaut und so. Da ist der Zimmerer unterwegs, alles klar. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut hier mit dem Zeitvorstellen. So, und wir müssen ja, wahrscheinlich haben wir Stein. Wir haben Grenzsteine im Schiff. So, das heißt, hier wird jetzt automatisch ein bisschen erweitert. Gebäude abreißen, normale Priorität. Setzt den Fokuspunkt für Patrouille.
Minimap-Steuerung. Ja, alles klar. Das kriegen wir auch hin. So, und jetzt können die nämlich hier loslegen. Und das machen sie auch gleich. Und sammeln dann sozusagen den Stein ein. Damit wir einfach auch mehr Grenzsteine produzieren können. Wahrscheinlich beim Steinmetz. Ja, der kann Grenzsteine und Werksteine produzieren. Damit wir immer weiter expandieren können. So, jetzt würde ich... Ja, wir können hier noch so ein bisschen Weg hochziehen und dann sagen wir... Ja, da soll dann der zweite... Wobei, können wir den noch ein bisschen weiter... Warte mal. Also hier so rein, das wäre irgendwie nochmal besser. Steinbruch. Ja. Steinbruch haben wir jetzt einen zweiten und dann bauen wir einen zweiten Steinmetz noch hin. Den würde ich jetzt einfach mal hier mit dazu bauen. Und dann brauchen wir schon das Forsthaus. Und da würde ich sagen... Naja... Wie ist denn das? Können wir die Feldbäume? Ja. Achso. Ja, wir können den halt auch hier hinten sammeln lassen. Vielleicht können wir die Gebäude aber dann später auch abreißen. Also für mich stellt sich jetzt die Frage, will ich hier aufforsten oder suche ich mir einen anderen Platz? Einfach weil ich hier dann den Platz brauche, ne? Für zum Beispiel die Wohnhäuser und so. Wahrscheinlich ist das gar nicht mal so blöd. Wir können die leider nicht verschieben. Ne? Wir können nur sagen, also das ist ja das eine, fällt alle Bäume und dann können wir sagen, fällt nur ausgewachsene Bäume, das können wir auch sagen. Und wir können den Fokuspunkt setzen. Ich würde jetzt mal sagen, der soll einfach alles weghauen, dass wir hier ein bisschen freien Platz bekommen. Und dann bauen wir hier oben... Eigentlich können wir den Förster wahrscheinlich... Wie weit geht denn der Wachturm? Ah, die erweitern das schon noch ein Stückchen, offensichtlich. Hm. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also, wir lassen erstmal kurz den hier abholzen. Das Ding auch wegholzen. Und dann gucken wir uns erstmal hier diese... probieren. Wir brauchen eine Taverne. Baue Taverne. Das machen wir jetzt als erstes. So. Und dann können wir da, glaube ich, auch Esstische dran bauen. Baue Gildenhaus. Da müssen wir mal kurz gucken, wo das war. Das ist hier. Okay. Das können wir doch eigentlich direkt noch hier ran bauen. Machen wir einfach mal. Wir werden dann auch im Laufe der Zeit feststellen, ob das jetzt, ob wir viel platzsparender bauen müssen, ob wir uns, also ob wir viel, viel, viel früher expandieren müssen oder so. Das werden wir dann alles sehen. Muss mich da jetzt auch erstmal reinfinden. Ist dann doch schon wieder ein Weilchen her, dass ich die Demo gespielt hatte. Und da auch, ich habe das ja schon relativ lang gespielt. Ich glaube, 3 Stunden, 4 Stunden. Aber ja, trotzdem muss man ja erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ne? Wir sollen noch ein Baustellen-Camp bauen und einen Entdeckerposten. Was ist denn das nochmal? Zu Hause von Entdeckern, die mit Rationen auf Reise gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Mhm. Klingt super spannend. Dann bauen wir das doch mal. Lass uns das mal hier oben hinbauen. Eher so. Und dann würde ich nämlich gerne mal abwarten, was da dann so passiert. Dann das Baustellencamp. Das ist ja sozusagen dafür da, genau, die Bauarbeitenden warten dann da und gehen nicht wieder auf in das Schiff zurück. Das können wir eigentlich... Gucken wir das hin? Hier? Ja, machen wir mal dahin. Hier hinten sind die ja auch schon relativ weit. Oh, okay. Ah, hier sind auch... Himbeeren, die können wir, glaube ich, äh,
sammeln, nämlich in der Sammlerhütte. Ich muss immer erstmal noch gucken, wo das hier genau ist. Sammlerhütte. Im eigenen Gebiet Beeren und Pilze. Ja, das ist sicherlich nichts Schlechtes. Bauen wir mal hier hin. Ich will diese Ressourcen nicht überschreiben. Ich glaube, wenn ich das dahin gebaut hätte, wäre das wahrscheinlich überschrieben worden. Das möchte ich ja nicht. Genau, und dann brauchen wir noch einen Proviantmacher. Der wird hier sein. Irgendwo Proviantmacher. Okay, und der stellt Ration für Entdecker. Okay, dann tun wir den mal hier hin. Ob das jetzt klug ist? Ich hatte in der Demo, weiß ich noch, hatte ich so ein ganzes Gebiet als Verarbeitungsgebiet, sage ich jetzt mal, hier irgendwie hingebaut. Und ich weiß aber nicht, ob das klug ist oder ob man sagt, man baut neben der Sammelhütte halt einen Proviantmacher, wobei der auch unterschiedliche Sachen verarbeitet. Ne? Der macht ja nicht nur, halt Moment, der nimmt gar keine Beeren. Naja, aber ihr wisst, was ich meine, ob man jetzt immer Holzfäller und Sägewerk zusammenbauen sollte oder ob man halt irgendwie, ich sag mal, wirklich so ein Industriegebiet irgendwie baut und dass das dann relativ, und also die Sammelhütten oder die das Rohmaterial beschaffen, irgendwie wirklich ans Material dran. Das macht für mich, glaube ich, erstmal mehr Sinn. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon ganz gut was weggeholzt. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt Platz. Wir können dem jetzt auf jeden Fall mal sagen, achso, der ist ja eh schon dabei, der andere ist auch schon dabei. Ja, das ist doch ganz gut. Junge Bäume können wir eigentlich auch wegmachen, weil ich hier einfach Platz brauche. So. Taverne ist in Bau, das Gildenhaus ist im Bau. Wir brauchen immer noch das Forsthaus. Das würde ich jetzt tatsächlich mal bauen. Und zwar hier drin. Ja. Und dann können wir vielleicht sogar noch eine Holzfällerhütte hier ranbauen. Und brauchen wir noch die Esstische. Aber die können wir, glaube ich, erst bauen, wenn... Wie bauen wir denn die Esstische nochmal? Ach so. Okay, ja, alles klar, so war das. Müssen die an der Straße sein? Scheint so. Ja, ich will, dass das in einem durchgeht. Ja, vielleicht so. Esstische. Ja, machen wir erstmal so. Dann, hier kommt schon wieder was Neues, ne? Werkzeug, Schmiede und. Also gibt schon immer viel, was hier los ist. Wie war das nochmal mit dem eingenommenes Gebiet? Bevölkerung? Bewohner, nee. Hä? Ah ja. Neugeborene pro Minute. Da müssen wir doch diese Genussmahlzeiten auch bauen, ne? Also irgendwie war das doch so, dass man sagt, wo ist denn das hier? Bäckerei? Getreidefarm? Gemüsefarm? Sammlerhütte? Wohnhaus? Achso, das wird in der Taverne hergestellt. Okay. Nee, das ist eine Stärkungsmahlzeit und Genussmahlzeit. Mhm. Kann keine Zutaten kaufen, keinen Markt in der Nähe. Dann sollten wir doch mal einen... Auch hier mal einen Markt hin, ne? Oder nee, guck mal, wir bauen das so. Also irgendwie... Das ist so klein. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen da mehrere von. Und deswegen wollen wir es einfach mal so. Wieso kann ich das denn hier nicht dran bauen? Dann machen wir es so. Ein bisschen schräg.
Proviant. Aha. Es ist auch richtig was los, ne? Also hier ist auch so richtig schön Wusel irgendwie, alle Leute quatschen durcheinander und so. Das finde ich schon ganz geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie richtig was los. Das macht einfach Spaß, auch so nebenher mal so ein bisschen dabei zuzuschauen, was hier so passiert und was so abgeht. Das finde ich super. So, dann haben wir hier Kopfleisten-Konfiguration. Du kannst anpassen, welche Informationen du in der Kopfleiste anzeigen möchtest. Konfiguration für Kategorie öffnen. Aha. Alle Auswendig angezeigt werden sollen. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel Nadelholz nicht... Okay, verstanden. Ja, das weiß ich aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht, was mir da gerade wichtig ist. Ich würde das jetzt einfach mal so auf dem Standard lassen. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Also das hier, der Entdeckerposten, der interessiert mich. Da sind jetzt auch drei Entdecker drin. Oder die kommen noch dahin. Ja, warte mal. Ne, die bringen Rationen dahin. Aber wo sind denn die Entdecker? Oder sind die schon losmarschiert? Weil die bringen ja alle nur Dings dahin. Ne, wo sind die denn? Ich weiß es nicht mehr. Also, was ich noch weiß, ist, wenn man ein Gebäude anklickt, dann werden die Leute, die dorthin unterwegs sind oder mit diesem Gebäude etwas zu tun haben, sagen wir es mal so, werden weiß umrandet, was ich total super fand. Also, man kann hier, ne, wenn ich eine Steinmetz anklicke, dann sieht man, guck mal, da ist ein Träger, der bringt da irgendwie was hin. Ne? Und wenn ich das anklicke, ist da oben ein Träger. Und ich sehe auch hier im Wachturm dann, welche Leute damit gerade beschäftigt sind, die Grenzsteine zum Beispiel zu versetzen. Das finde ich total geil. Also, das ist super, super, super gelöst. Guck mal, hier ist jetzt ein Entdecker. Wahrscheinlich haben die gerade noch auf die Ration gewartet. Und jetzt läuft der hier los. Am toten Reh vorbei. Jetzt guckt der ein bisschen. Jetzt hat er was entdeckt jetzt, oder was? Mysteriöser Ort. Ne? Ich habe da eine Grenze entdeckt. Und hier ist ein mysteriöser Ort. Jetzt wird's spannend. Ich würde tatsächlich mal sagen, was ist denn das hier eigentlich für Kohle? Kohle, Stein, hier ist ja richtig viel Zeug. Wir müssen... Ja. Vielleicht können wir hier kurz rüber und dann da nochmal einen Wachturm hinsetzen. Einfach, dass wir hier ein bisschen gucken, was hier abgeht, ne? Ein mysteriöser Ort, sein Zweck ist noch unbekannt. Aber er entdeckt das jetzt, also er ist zwar der Entdecker, aber er rennt, glaube ich, nur rum und checkt ein bisschen aus, was hier auf der Karte noch so ist. Irgendwas müssen wir ja sicherlich dann damit machen. Vielleicht, wenn das in unserem Einzugsgebiet ist, kann das vielleicht sein. Wahrscheinlich ist das so, ne? Können wir hier mal kurz noch ein bisschen hinbauen. Und ehrlich gesagt können wir hier wahrscheinlich schon den nächsten... Wachturm dran setzen. Gibt es eigentlich ein Menü oder eine Übersicht, was ich alles wie viel produziere und wie viel ich davon ausgebe? Lagerung und Handel, nö. Kohle. Also wisst ihr, was ich meine? So eine Produktionsübersicht eigentlich. Ich meine, hier kann ich ja anscheinend schon drüber gehen. Hier steht jetzt, Nadelholz ist verfügbar und so viel reserviert. Also ist immer gut, wenn mehr verfügbar ist, als reserviert wird, nehme ich mal an. Und die plus 2 heißt aber, glaub nicht, dass... Das heißt einfach, dass jetzt gerade plus 2 durch Träger unterwegs sind. Und nicht, dass das mein genereller Überschuss ist, oder? Handelnde, Handwerker, Bauwesen, Bevölkerung. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Oh, wir brauchen einen Marktbrunnen. Den bauen wir auf jeden Fall.
Genau. Hier passen 10 Träger rein, da passen 25 Träger rein. Gibt es noch irgendwas, was wir hier... Brunnen. Brunnen ist aber, glaube ich, nicht gleich Marktbrunnen. Hier gibt es nämlich auch noch einen Brunnen. Den bauen wir direkt daneben. Dann ist hier auch alles gut, hoffe ich. Und dann brauchen wir doch bestimmt auch... Hier wächst schon wieder alles so, ne? Das will ich ja eigentlich nicht. Die sollen das hier mal wegpacken. Hier, einfach mal hier. Und hier. Weg damit. Damit man da schön später Gebäude hinsetzen kann. Der Wachturm ist auch schon fertig. Der braucht noch einen Moment. Werkzeug, Schmiede, Schneiderei. Können wir auch erstmal alles bauen. Da muss ich aber gucken, wo. Schneiderei ist hier. Schneider stellen Rüstung für Abenteurer. Einheiten und Rucksäcke her. Ja. Also klingt irgendwie gut. Mal schauen, wie wir das hier am besten aufbauen. Vielleicht hier dran. Ja, bauen wir mal so hin. Und dann bauen wir eine Schneiderei hier hin. Zack. Was wollten wir noch? Eine Werkzeugschmiede. Wo haben wir das hier? Oh, das ist ein großes Gebäude. Tun wir mal hier hin. Im Moment haben wir sonst nämlich hier keinen Platz durch die Bäume. Man kann die, glaube ich, auch nicht einfach so wegreißen. Da muss schon einer hin und das wegholzen. So, oh, wir brauchen mehr Marktstände. Wo sind denn die jetzt schon wieder? Also im Menü muss ich erstmal mich durchfuchsen. So. Steinmetz bauen, okay. Dann machen wir das. Können wir vielleicht hier hinsetzen. Und ich würde tatsächlich auch noch einen Steinbruch. Hier gibt es ja sehr viel noch. Ja, das können wir. Den können wir hier oben schon mit hinbauen. Jetzt ist nämlich der kleine Baum, ist nämlich jetzt weg. Also muss man schon aufpassen, wo man so ein bisschen drüber baut. Ne? Also, das war das Dorf. Artefakt. Mysteriöser Ort. Ist das das gleiche? Hä, das ist doch komplett das gleiche, oder nicht? Naja, gut. Ja, die müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier weitermachen. Wie viele Grenzsteine haben wir denn? Sehen wir das hier irgendwo? Da, ne? Grenzsteine, guck mal. Null verfügbar. Und alle, die wir haben, sind reserviert. Das ist natürlich schlecht. Beschleunigen das mal. Deswegen brauchen wir auch einen dritten Steinmetz hier. Und den Steinbruch können wir eigentlich mal priorisieren. Das soll zuerst gebaut werden, damit er schon mal ein bisschen Stein einsammeln kann. Personal ist auf dem Weg. Sehr gut. Was hatten wir hier noch? Die Werkzeugschmiede. Genau. Keine Aufträge ausgewählt. Da muss man dann selber wirklich auch nochmal gucken, was man hier braucht. Ne? Also ob ich jetzt Spitzhacken oder Hämmer oder sowas produziere, das muss man wirklich selber dann auch anklicken. Das finde ich ist schon, da wird es dann schon ja, Micromanagement-lastig. Aber wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht beeindrucken. Stein wurde entdeckt. Das habe ich jetzt leider zu spät angeklickt. Weiß ich jetzt also nicht genau wo, aber das werden wir schon irgendwie herausfinden. Hier ist auf jeden Fall das andere Haus. Das andere Dorf. Die haben hier Kohle und so.
gruseln da auch so ein bisschen vor sich hin. Ja, wir bauen erstmal weiter, ne? Also Wohnhäuser sollen wir noch bauen. Die würde ich jetzt ehrlich gesagt einfach hier noch ein bisschen mit dran setzen, ne? Dass wir einfach... habe ich jetzt... Warte mal. Nee, also kleines Wohnhaus reicht. So. Und das wird dann hier... Guck mal, die kriegen ein schönes Wohnhaus hier am Strand. Ist das nicht was Schönes? So. 3 plus 5 von 8. Das passt also. So, und wie sieht das denn hier aus? Wird jetzt hier schön gekocht, oder was? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob wir jetzt schon... Lass uns mal einblenden. Neugeborene pro Minute. Was ist das andere denn? Ist egal. Oh, hier Kohle wurde entdeckt. Kalkstein. Sammelbare Pflanzen. Was ist alles bei den... Nee, hier ist auch ein mysteriöser Ort. Sind meine Entdecker bis dahin gelaufen oder was? Oder wie habe ich das... muss ja... Aber hier ist doch weit und breit keiner. Also sonst würde ich eher erwarten, dass da auch die Karte so aufgedeckt wird, ne? Schwer zu sagen, weiß ich jetzt nicht. Mit pagonischen Siedlungen, mit allen Fraktionen anfreunden. Verbessere deinen Ruf bei allen pagonischen Fraktionen auf der Insel zu Freund oder höher. Verbessere deinen Ruf, indem du ihnen hilfst und ihre Aufgaben erfüllst. Okay. Muss ich da irgendwie, kann ich mit denen... sprechen oder? Also irgendwie muss ich ja dann. Achso, hier steht es ja. Versorge. Bringe Vorräte zum kuriosen Bazar. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum gekennzeichneten Ort und versorge ihn mit den benötigten Waren. Okay. Das heißt, also das sind wahrscheinlich dann diese Dinger, ne? Versorge Außenposten. Ja, okay. Das heißt, wir müssen, ehrlich gesagt, also liest sich das für mich jetzt so, wir brauchen einen Haufen Grenzsteine. Da sind auch gar keine militärischen Einheiten drin. Eine Wache. Was braucht denn eine Wache? Nee. Handwerker, da Militär. Also, kann ich diesen... das will ich jetzt ausprobieren. Gebäude abreißen. Ja. Also mich interessiert halt, ob ich die Wachtürme innerhalb jetzt noch brauche. Weil wir haben ja hier keine... Genau, und da gehen jetzt nämlich diese 10 Boots gehen jetzt dahin. So, wenn ich mir jetzt so eine Wache mal angucke... Ich muss doch irgendwie, muss ich doch Wachen auch ausbilden können, ne? Also die müssen auf jeden Fall mal hier diese Bäume wegmachen. Das stört nämlich ein bisschen. Jetzt, aber wir arbeiten das mal ab. Also, ich würde sagen, stelle Rucksack her. Das war bei der Schneiderei, ne? So, und da sage ich jetzt einfach, mach mal einen Rucksack. Wartet auf Material. Okay. Stelle leichte Rüstung her. Brauchst du Leder? Kann die das hier machen? Leichte Rüstung, ja. Und das kann auch der Schneider. Okay, ist das? Stärkte Rüstung. Stelle Werkzeuge her. 10 Werkzeuge. Das machen wir mal. Entscheide selbst, welche Werkzeuge dir bald fehlen könnten und stelle insgesamt 10 her. Ja. Schaufel und Hammer, oder? Ja, komm, machen wir. Machen wir mal 5 Dings und 5 Dings. Genau.
So, dann haben wir uns um die Sachen erstmal gekümmert. Bilde Bauarbeiter aus. Das passiert, glaube ich, automatisch, oder? Jegliche dieser Einheiten für das Ziel. Bilde zusätzlich Baustellen, Träger, Planierer oder Zimmerer im Gildenhaus aus. Okay. Dann machen wir das mal. Achso, wir haben ja, guck mal, Schaufeln und Hammer. Genau, dann machen wir hier 5 und da 5. Kriegt einen Rucksack. Können wir da noch einen machen? Ja, so irgendwie. Werkzeug, das haben wir, das haben wir. So, Kohle und Kupfer. Das war doch hier oben, ne? Jetzt gucken wir mal. Also, Kupfer. Nee, Kupfer ist... Da ist ein bisschen Kupfer. Da ist ein bisschen Kupfer. Kupfer haben wir hier noch nicht so furchtbar viel. Aber können wir trotzdem... Warte mal, vielleicht ist es klug, hier erst einen Weg lang zu ziehen oder was? Und vielleicht auch hier hin. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz nach. Kupfer. So, und Kohle brauchen wir auch. Das war hier, ne? Das ist hier alles so ein bisschen... uneben. Deswegen können wir da wenig Gebäude hinbauen. So, Werkzeuge und die Bevölkerung sammeln. So. Dann geht's weiter. Oh, da gibt's viel zu bauen, Leute. Also, wir sollen jetzt erstmal eine Gemüsefarm bauen. Sowas würde ich halt gerne hier hinbauen. Da hier hin. Ja, bauen wir mal da ein. So. Gemüsefarm. So, und dann bauen wir Farmland. 15 mal. Hä? F, 12, 13. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen schrecklich aus, aber... Schauen wir mal. Also die und die Gemüsefarm kann dann Kürbis. So, hier kommt es auch noch auf das Farmland. Das ist Grasland. Ist das alles Grasland? Grasland, Grasland, Grasland. Das heißt, wir sollten da Kürbisse anbauen und einen Kohl. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir Kürbis. Das ist ein bisschen dumm. Das habe ich in der Demo, glaube ich, auch schon angemerkt, dass man das nicht, also keine Mehrfachauswahl machen kann. Das habe ich aber tatsächlich auch, ich glaube, ich habe vorhin das Video von Maurice gesehen und da hat er das auch angemerkt. Wenn ich sowas anmerke, ist das natürlich mein persönliches Problem, wenn jemand wie Maurice das anmerkt, dann bekommt das hoffentlich Aufmerksamkeit und wird vielleicht noch geändert. Fände ich auf jeden Fall geil, weil ich sag mal, 15 Farmländer hier irgendwie einzeln anzuklicken und zu sagen, ja, mach da mal Kürbis rein, ist jetzt auch nicht so das Allerspannendste, ne? So. Schneiderei, die wartet auf neue Aufträge. Ja, weiß ich nicht. Können wir einfach, was, sollen wir einfach unendlich Rucksäcke produzieren oder was? Ne, vielleicht brauchen wir ja die Materialien noch für was anderes. Dann mach doch nochmal. 4 Rucksäcke. Mach's nochmal 4 Rucksäcke. So. Da können wir im Gildenhaus auch noch Träger ausbilden hier. 2, 3, 4. So machen wir das. Okay, mit Rechtsklick kriege ich das weg. So, dann sind die jetzt nämlich da zugange. Und dann brauchen wir eine Holzwerkstatt. Bereit. Wo würde ich das wohl finden? Da. Ja, dann auf geht's. Kommt das Ding irgendwie... Ja, das kann ja ruhig so, wenn das hier hinpasst. Ist ja gut. So.
So, wie sieht denn das mit Holz im Allgemeinen aus? Eigentlich ganz gut, ne? Also, weil wir haben jetzt zwei Holzfällerhütten und zwei Sägewerke und das supportet quasi noch unser ganzes Dorf. Also, da ist erstmal alles in Ordnung. Bald verfügbar. Okay. Sammelbare Pflanzen wurden entdeckt. Hier oder was? Guck mal, jetzt ist das in unserem Einzugsgebiet ein uralter Ort der Verehrung, der einigen Leuten noch viel bedeutet. Die hungrigen Propheten, finde die Scharlachblüte. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden? Suche und entdecke die Scharlachblüte. Du musst den Weg selbst finden. Ach so, da müssen wir gar nichts mitmachen oder das abbauen oder irgendwas, sondern wir müssen im Grunde genommen nur die Karte absuchen nach diesen Dingern. Und wir haben schon 3, 5 von 7. Was soll das heißen? Ja, aber im Grunde genommen ist es wahrscheinlich so, dass wir es einfach nur entdecken müssen. Das heißt, hier ist ja wahrscheinlich jetzt, also hier wird es ja wohl nicht mehr großartig weitergehen, oder? Also was wir machen können ist, also können wir überhaupt dahin bauen? Nee, das sieht nicht so aus. Wie kommen wir denn dahin am geschicktesten? Oder kann ich hier irgendwo einen... Ja, leider... Oh doch, warte mal. Hier... Ja, komm, das geht doch, oder? So, dann ist hier nämlich ein Weg. Bis dahin. Und dann bauen wir hier noch einen Wachturm hin. So, und dann können wir nämlich einen anderen Wachturm wieder einreißen. Wir haben ja jetzt, hier ist zum Beispiel noch einer. Dann können wir den abholen. Also, das macht jetzt wahrscheinlich, also jetzt macht es Sinn, weil die auch viel zu weit laufen müssen. Wenn wir aber mit Gegnern spielen, dann ist es wahrscheinlich gut, die Wachtürme stehen zu lassen und da militärische Einheiten drin zu haben, wenn wir irgendwie überfallen werden von Dieben oder so. Das ist vermutlich sinnvoll. So, aber wir werden dieses Gebäude jetzt zerstören. Ja, das Forsthaus, das sieht alles an sich auch ganz gut aus. Die laufen halt alle immer zurück, ne? Vielleicht müssen wir dann doch nochmal hier so Baustellencamp irgendwo in die Richtung hier hinten nochmal hin scheppern. Was haben wir hier? Kupfer, ja. Hä? Ach, hier ist Kohle, ja. Eine Steinmühle sollen wir noch bauen. Machen aus Kalkstein Zement. Aus Kalkstein machen die Zement, ja. Aber wo haben wir denn Kalkstein? Wir haben hier nirgendwo Kalkstein. Kann das sein? Müssen wir vielleicht erst noch finden. Aber ich habe gesehen, ach ja, guck mal, da ist dieser mysteriöse Ort. Das heißt, den müssen wir ja auch noch entdecken. Also wir müssen das alles hier so ein bisschen noch erweitern. Das kann noch ein bisschen dauern. Wir sollen noch einen zweiten Brunnen bauen. Das können wir auf jeden Fall noch schnell erledigen. Nee, keinen Marktbrunnen, sondern einen Brunnen. Wo packen wir den denn wohl hin? Hier? Also wer braucht denn
Und hier, die können doch wahrscheinlich Wasser gebrauchen, oder? Bauen wir mal dahin. Und dann beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Die haben 12, hier kommen gleich. Da kommen, werden Babys produziert. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja. Nochmal zur Steinmühle. Das ist Kohle. Hier ist Kalkstein. Die haben Kalkstein. Aber die sind natürlich... Die sind uns freundlich gesinnt. Den können wir das nicht so einfach abluchsen. Ne? Guck mal, Wachturm. Wieso haben wir da jetzt keine... Ah ne, da sind ja schon 10 drin. Ja, genau, perfekt. Und die haben jetzt auch Grenzsteine. Das heißt, die müssten jetzt demnächst dann irgendwann mal losmarschieren. Und unser Gebiet hier erweitern. Wenn ich das richtig sehe. Nee, da steht 0 von 10 militärische Einheiten. Da steht... Wir haben 20 Wachen. Kann es sein, dass eben die Wachen zu was anderem umfunktioniert wurden, als ich das, als ich diesen Turm da gelöscht habe? Das kann schon sein. Also, dann brauchen wir jetzt eine Militärakademie. Bildet und stattet militärische Einheiten aus. Okay, bauen wir mal erstmal dahin. Stein wurde entdeckt. Ja, okay, super. Tja, das habt ihr gut gemacht. Jetzt sollen die hier erstmal eine Militärakademie bauen und dann gucken wir mal. Die brauchen Holzspeere. Dann brauchen wir doch auch irgend so eine Waffenschmiede. Rüstungsschmiede? Ne, wir haben doch schon eine Holzwerkstatt. Guck mal, in der Holzwerkstatt, da bauen wir jetzt Speere. Dafür brauchen wir... Ja, und da können wir auch... Da können wir ruhig ein bisschen reinballern. So. Die kriegen jetzt hier... Ah, wir haben mal 50. Ne? So. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich... Hier ist relativ viel reserviert. Ja, 50 Stück. Okay. Die werden jetzt auch hierher gebracht. Sehr gut nachvollziehbar alles, muss man sagen. Also so rein optisch, ne? Also man gibt da irgendwo einen Auftrag, dann wird das irgendwo aus einem Lager abgeholt oder woher auch immer. Wir haben jetzt noch gar kein Lager gebaut, aber das Schiff ist ja sozusagen unser Lager. Und dann wird das da hingebracht, verarbeitet. Also das ist schon richtig, finde ich richtig cool gemacht. Also das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das ist auch das, was ich im Demo die ganze Zeit gesagt habe, dass ich das einfach abartig gut finde, wie das optisch umgesetzt wurde, dass man, ach hier ist Kalkstein, dass man wirklich alles nachvollziehbar hat. Also das finde ich ist wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich würde sagen, wir gehen mal eher hier hin. So, dann, wo war das? Wir brauchen... Ah, oh, hier komme ich wirklich noch nicht so richtig klar. Wir wollten eine... Wo war das denn noch? Eine Steinmühle. Kalkstein. Hä? Hier war doch Kalk... Wieso zeigt er mir das denn nicht an? Dann gibt es hier vielleicht doch irgendwo Kalkstein, aber es wird einfach nicht weiß umrandet. Wisst ihr, wie ich meine? Naja, egal. Wir bauen das jetzt mal dahin. Und dann, was macht der? Der macht da Zement draus. Sehr gut. Und dann können wir hier auf jeden Fall erstmal wieder einen Wachturm hinbauen. So. Und dann können wir in der Militärakademie können wir Wachen ausbilden. So. Die haben auch schon, die Speere sind schon eingelagert. Perfekt. Schon werden hier
Wachen ausgebildet. Dann können die nämlich hier in unsere Türme einziehen. Das ist wichtig, damit wir uns hier vergrößern können. Also wir haben ja hier, ne, da, sind die ersten drei sind jetzt auch schon unterwegs. Und wir sehen die jetzt auch weiß umrandet. Da sind sie, ja, da sind sie auf dem Weg in den Turm. Das ist super, weil dann können wir hier einfach hier dieses Gebiet, ich will sicher gehen, dass hier hinten nicht noch irgendwas ist. Das sollen die mal kurz erweitern. Und dann brauchen wir noch eine Erweiterung hier hinten. Wobei, ja, gucken wir mal, ob die das mit übernehmen. Ich glaube ja. Hier kann aber zum Beispiel noch einen Wachturm hin, finde ich. Ja, wo sind da unsere Grenzsteine da? So, das ist die Grenze auch zu den anderen. Das kann wahrscheinlich nicht erweitert werden, ne? Na komm, dann reißen wir den Wachturm hier aber wieder ein. Machen wir so. Okay, verstehe. Dann haben wir hier aber auch einen Wachturm. Und dann könnt ihr hier auch nochmal 10 ausbilden. Eigentlich können wir insgesamt ja 50, also 10 hatte ich eben schon, plus 40 sind 50 Wachen, weil wir in der Holzwerkstatt ja 50 Holzspeere auch hergestellt haben. Okay. Das muss man sich natürlich dann auch alles merken. Hier haben wir schon wieder einen interessanten Ort entdeckt. Okay, cool. Ich würde jetzt ganz gerne... Also das hier sollte das erste... Wo ist denn hier das entsprechende... Nee, komm, das beschleunigen wir. Also, was heißt, wir beschleunigen das? Wir versuchen das jetzt... Da soll jetzt auch noch ein Wachturm hin. Damit wir das mal einnehmen. Damit wir da irgendwie durchkommen. Und hier diese Mission mal schaffen. Silbervorkommen wurde entdeckt. Santa Ort wurde entdeckt. Okay. Was sollen wir noch machen? Also die Steinmühle ist am Startwald. Getreidefarm. Die Getreidefarm. Ist dieses hellgrüne hier, ist das irgendwie fruchtbares Land oder was? Oder was bedeutet das? Weil dann müsste ich ja die Getreidefarm eventuell da einbauen, oder? Eine Legende, mit dem wir fokussieren. Also das würde ich doch fast mal ausprobieren. Wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Nahrung, dann baue ich... Kann ich gar nicht hinbauen. Was ist denn das hier? Farmland? Sandig. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Sandig. Sandig haben wir gar keinen Bock drauf. Dann ist das wahrscheinlich einfach dieses normale Grüne. Ist fruchtbares Land, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wenn wir jetzt hier eine Getreidefarm hinstellen. Und dann bauen wir... Immer... Gucken. Grasland. So, und was soll ich nochmal bauen? Achso, ist glaube ich erstmal egal, ne? Mais ist auf Grasland schlecht, schlecht, schlecht. Also ist alles schlecht. Ja, gut. Dann können wir das hier im Grunde genommen einfach schon mal abbrechen. Also Grasland ist schlecht. Aber wo finden wir denn diese... Also ein anderes Terrain. Das ist ja Sand. Ich nehme mal an, dass das auch schlecht ist. Lass mal ganz kurz... Dahin. Das ist moosig. Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht.
Okay, das ist wieder staubig, guck mal. Sehr schlecht, sehr schlecht. Am besten. Ja, das brechen wir aber ab. Ja gut, schlecht. Wo finde ich denn die andere Scheiße da jetzt? Also staubig war schon mal gut für Flachs, ne? Wir können hier immer nur, also, weißt du was, dann bauen wir jetzt hier, damit, dann habe ich da auch eine bessere Übersicht. Ich baue jetzt hier eine Getreidefarm hin. So, und dann bauen wir hier Flachs an. So, ich hoffe, dass das jetzt alles staubig ist. Flachs. Ja, vielleicht fangen wir besser mal auf einer Seite an. Damit ich dann nicht vergesse, wo ich schon Flachs eingestellt habe. Da haben wir schon Flachs. Flachs, Flachs. Ah, das ist das halt, ne? Ich würde hier einfach gerne so ein zum Rahmen ziehen können und sagen können, ja, hier mach mal alle auf Flachs. So, das stört in größeren Projekten auf jeden Fall. So, dann haben wir Flachs, Getreidefarm ist unterwegs, Weberei. Mhm. Das wird wahrscheinlich hier bei der Verarbeitung sein, oder? Ja, hier. Verarbeitet Flachs, okay. Ja. Schnüppeln wir einfach das Ding hier unten hin. Hier müssten ja jetzt, guck mal, ja, hier sind Wachen jetzt drin. Hier hinten sollten auch Wachen drin sein. Ja. Da wird schön erweitert. Ah, das gehört jetzt schon zu unserem Gebiet hier, ne? Oh, geil. Dann können wir das hier anschließen. Und dann... Es werden 24 Steinpilze beliefert. Ja. Steinpilze, das kriegen wir doch hin, oder? Himbeeren. Ja, wir haben genug Steinpilze, das kriegen wir hin. Hier müssen wir mal ein bisschen rauszoomen. Gut. Wir brauchen noch einen Brunnen. Sollt ihr haben. Hä, wieso? Achso, den kann ich nicht auf Sand bauen wahrscheinlich, ne? Ja, das macht auch irgendwie Sinn. Eisentagebau sollen wir auch noch bauen. Hier ist Eisen. Da ist auch Eisen. Ist auch Eisen. Ja, komm, dann bauen wir das. Ja. Mir schon relativ viel, ne? Also erkundet, sag ich mal. Vielleicht können wir einfach so, und dann machen wir einen Eisentagebau. Den ballern wir hier hin. Und dann machen wir hier hinten wieder einen Wachturm hin. Genau. Und dann können wir eigentlich nochmal in unserer Holzwerkstatt können wir eigentlich nochmal 20 Speere und hier machen wir dann einfach nochmal 20 Waren. Also, so, das ist jetzt so mein Go-To-Ding, ne? Also, wir machen alles nur mit Wachen. Ich bilde dir jetzt hier keine Soldaten oder irgendwas aus. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was brauchen wir denn hier? Baue Abenteurer-Gilde. Bildet und stattet Abenteurer-Einheiten aus. Ja, ja, ja. Von mir aus bauen wir die einfach hier noch mit dran. So, und was brauchen wir noch? Militärcamp. Trägerei. Militärcamp. Wo ist denn das jetzt schon wieder?
Schmelzhütte. Wohnhaus, Nahrung. Wird jetzt nicht bei Nahrung dabei sein. Ah, hier wahrscheinlich dann, okay. Unterkunft von Militäreinheiten, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Ja. Meinetwegen. Kommen wir hier hin. Kohletagebau. Brauchen wir jetzt auf einmal zwei. Ist ja hier noch ein bisschen Kohle. Das können wir eigentlich hier mit hinbauen. Und dann sollen wir eine Schmelzhütte bauen. So, die verarbeitet Eisenerz, Kohle, Silbererz und da kommt Eisen- und Silberbarren raus. Okay, das ist eine gute Sache. Die bauen wir mal hier oben hin. Rekrutiere Waldläufer. Abenteurer Gilde. Okay. Also ihr seht schon, es ist schon umfangreich. Also da gibt es schon eine ganze Menge, auf das man so achten muss. Und vor allen Dingen muss man sich auch merken, ey, wo habe ich jetzt das Gebäude nochmal hingebaut oder so? Oder findet man das, wenn ich... Ach, guck mal, mit Rechtsklick. Okay, ja, das ist geil. Dachte mir schon, dass es irgendeine Mechanik doch geben muss. Perfekt. So, Waldläufer. Was braucht denn der? Der braucht eine Fackel und eine leichte Rüstung. Eine Fackel, wo baue ich denn? Wie baue ich denn Fackeln? Auch in der Holzwerkstatt? Ja. Fackeln. Und dann hatten wir doch hier die Schneiderei. Da machen wir nochmal ein bisschen leichte Rüstung. Soll die mal herstellen und noch ein paar Rucksäcke. So. Und dann können wir safe auch noch ein paar Holzspeere herstellen. Also nochmal 20. Und dann machen wir hier auch nochmal 20 Wachen. Wird das Militär hier mal ein bisschen hochgerammt. Waffenschmiede, das haben wir alles. Silbertagebau. So, jetzt brauchen wir Silber. Da ist schon mal ein bisschen Silber. Was ist hier? Hier ist nichts. Okay. Was ist mit die Silber? Das sieht ja jetzt irgendwie erstmal nicht so viel aus. Warte mal, oder kriege ich das hier auch angezeigt? Nee, ne? Nee, aber wir können zumindest... Da ist auch noch ein bisschen Silber. Hier auch. Ja, würde ich, ehrlich gesagt, würde ich das Ding dann eher hier dran bauen. Ja. Silbertagebau. So, dann brauchen wir noch eine Waffenschmiede. Die war hier hinten irgendwo. Waffenschmiede. Wir müssen uns jetzt mal irgendein Stück Land suchen, wo wir hier nochmal vernünftig bauen können, ey. So, machen wir hier die Waffenschmiede hin. So, und dann bauen wir hier auch noch die Rüstungsschmiede hin. Ich meine, ist jetzt super weit ab vom Schuss, weiß ich auch. Aber, ja, ist jetzt so. Vielleicht können wir hier so lagermäßig was bauen. Schatzkammer, Handels... Von Handelnden, aha. Brauchen wir... Also, wie ist das denn? Ne, die haben ja schon. Kannst du uns da... Ja, warum bringen die denn nicht mehr Pilze dahin? Also, wisst? Die sollen einfach Pilze hinbringen. Wir haben doch genug Pilze. Oh, hohe Priorität. Etabliere einen Transportweg. Ich bin jetzt nicht sicher, warum die da nicht schon 24 Pilze hingeliefert haben. Das ist wirklich ein bisschen verwunderlich. Ja, so. Dann können wir uns kurz die Holzfäller... Ja, die haben ja genügend Bäume hier. Also der Förster gibt richtig Gas, ne? Also der knallt richtig was raus hier, der Typ. Naja. Was haben wir denn jetzt hier noch zu tun? Eine Münzprägerei, also eine Schmelzhütte. Schmelzhütte und eine Münzprägerei. So. Verarbeitung wahrscheinlich, ne? Münzprägerei. Was macht die?
Stellt Kupfermünzen, Silbermünzen, Werkstein, hölzernes Zahnrad her. Ah, ne, kostet. Stellt her Kupfermünzen, Silbermünzen. Der Schatzkammer gelagert oder für den Handel eingesetzt werden. Okay, ich meine, ganz ehrlich, dann können wir direkt schon mal eine Schatzkammer bauen. So, machen wir einfach schon mal. Das andere ist schon fertig jetzt. Also das hier, das können wir rausnehmen. Die Steinpilze sind geliefert. Jetzt bauen wir den kuriosen Bazar. Also wir müssen hier mal unser Gebiet, also in diese Richtung auf jeden Fall erweitern. Kommen wir, nee, doch, oh, wir kommen hier vorbei. Dann bauen wir hier nämlich, zack, einen Wachturm hin. Und dann können wir uns nochmal angucken, wo wir hier noch Wachtürme haben. Der kann ja zum Beispiel weg. Der ist jetzt ja mitten in unserem Gebiet. Da brauchen die viel zu lange, um das zu erweitern. So, der ist hier außen. Der kann eigentlich auch schon weg, weil was sollen die hier jetzt noch großartig einnehmen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, der kann auch weg. So, dann machen wir wieder ein paar Soldaten, Wächter frei. Auch der hier ist eigentlich... Der ist so an dem... Ich hätte jetzt fast gegnerischen Dings gesagt, aber sind ja nicht unsere Gegner, sind ja unsere Freunde. Wir können den Weg hier... wir wollen ja... Nach da hinten wollen wir ja hin. Da können wir hier noch einen Wachturm hinsetzen. So. Wo wurde hier ein Artefakt entdeckt? Stelle Artefakt zu. Es würde uns viel bedeuten, wenn du uns diesen Gegenstand bringen könntest. Liefere das geforderte Artefakt von einem Handelsposten aus zur anfordernden Fraktion. Jetzt brauchen wir noch den Handelsposten. Okay. Das ist natürlich... Warte mal, wo ist der Handelsposten? Hier. Handelsposten. Bauen wir den doch einfach hier hin, den Handelsposten. Und wenn wir schon dabei sind, bauen wir auch noch ein Handelslager hier hin. Und dann schicken wir das gleich darüber. Dann machen wir denen eine große Freude und wir schaffen unsere... Mission hier zu erfüllen. Das macht auch, also macht auch Spaß auf jeden Fall. Ich möchte auch diese Mission jetzt hier in dem Video, ich weiß, wird ein bisschen lang, aber die würde ich gerne, ganz gerne auch auf jeden Fall zu Ende spielen. Und dann gucke ich mal, ob ich das nächste Spiel dann irgendwie, ja, auf jeden Fall irgendwas mit militärisch auch ein bisschen. Ich brauche in so einem Siedlerspiel eigentlich gar kein Militär, aber ich will natürlich hier auch also die Herausforderung sozusagen ein ganz, ganz kleines bisschen steigern. Die haben eigentlich auch ein relativ großes Dorf hier, ne? Ja, Lager und so, da muss ich dann auch alles nochmal gucken, also wie man das am besten macht. So, jetzt ist der Handelsposten wird jetzt hier gebaut. Auch gleich fertig. Also was ist gleich? 30% seht ihr selber. Jetzt mal ein Stückchen Tee hier reinpfeifen. So. Genau, und da sollen wir jetzt sagen, Handel starten. Wieso ist hier nur eine von diesen Klingen drin? Ja, ja. Aha, guck mal. Da hinten kommen die Dudes an und haben diese komischen Klingen im Gepäck. Beziehungsweise tragen die hier auf Händen. Warte mal, wir machen das mal ganz kurz ein bisschen langsamer. Genau, und die bringen das jetzt dann wirklich dahin. Das ist ein
Okay, Träger. Und der misst. Und dann misst irgendjemand. Ah, hier, wir haben keine Handelsträger, ne? Guck mal, das, da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal Rucksäcke bauen bei der Schneiderei. Soll ich nochmal Rucksäcke machen? Und dann gucken wir mal ganz kurz, wo bauen wir die denn? Im Gildenhaus wahrscheinlich, ne? Handelsträger. Und da bauen wir jetzt einfach auch mal. Ja, machen wir einfach mal. Wobei Handelsträger, dachte ich, ist was anderes. Wir haben auf jeden Fall Handelsträger. Da ist auch schon jetzt einer unterwegs, ne? Genau. Die hungrigen Propheten. Müssen wir das auch machen? Heißt denn das? Wir geben denen Kupfer. Die geben uns Steinpilz oder was? Achso, man kann immer nur eins starten. Nee, dann lassen wir das mal schön so. Das wusste ich nicht. Wahrscheinlich können wir mehrere Handelsposten bauen, oder? Das würde ich jetzt tatsächlich noch ausprobieren. Handelsposten. Einfach um das dann für die Zukunft schon mal zu wissen. Ja, so, dann haben wir hier, das läuft sozusagen. Da müssen wir eigentlich nur abwarten, genauso wie wir hier nur abwarten müssen. Sollen wir hier noch irgendwas bauen? Rüstungsschmiede, Münzprägerei. Nö. Personal auf dem Weg. Da kommen sie die Leute mit dem Rucksack. Jetzt müssten die eigentlich diese Klingen einsammeln. Die singende Klinge. Ja, machen sie auch. Ich meine, wozu haben die einen Rucksack auf, wenn sie dieses scheiß Schwert einfach auf Händen dahin tragen? Und jetzt bringen die das tatsächlich hier in dieses Dorf. Wahrscheinlich hier auch dann zum Handelszentrum, oder was? Gucken wir uns mal an hier. Nee. Zum Handelsposten. Da bringen die das hin. Okay, sau cool. Gehen wir schon wieder weg. Ja, und da fehlt aber jetzt noch. Einer fehlt. Ah, und wir haben hier oben das Dings eingenommen. Oder nicht eingenommen, wir haben das jetzt. Guck mal, dann können wir das schön verbinden. Da sind auch Steinpilze hin. Easy, das kriegen wir hin. So. Und wir müssen ja auch immer noch diesen. Warte mal, stille Artefakt zu Rosingen bis zu. Ich glaube, wir haben erst zwei von diesen Artefakten. Kann das sein? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach erstmal noch ein bisschen abwarten. Also wir können gerne hier. Es ist zu nah. Also das ist einfach zu nah. Da wurde ein Silberbockum entdeckt. Okay. Wie viel? Ich muss mal kurz bei den Steinen gucken. Das sind die Grenzsteine, ne? Ach, guck mal, jetzt haben wir den auch. Da können wir aber noch nicht hin verbinden. Wir können zumindest den Weg schon mal ziehen. Jetzt höre ich auf hier. Okay, ich habe mich mit allen angefreundet.
Siegbedingungen bei dieser Fraktion, dann wird optional eine Fülle weitere Aufgaben. Nächste Fraktion. Das heißt, wir haben jetzt diese Mission geschafft, ja, ne? Wir stehen auf meine Baustellenträger. Liefere Waren. Ja, was wollen die noch haben? Also, das können wir einfach noch machen. Von mir aus. Ah ja, das wollte ich auch gucken, ob wir jetzt sagen können, starten. Ja, also das geht dann, ne? Also wir können sozusagen mit mehreren Handelsposten können wir dann auch die Dinger hier versorgen. Warum stehen die denn hier so rum, die Baustellenträger? Ey, das kann doch nicht sein. Leute, jetzt mach mal hier. Mach mal da hinne. Bauen die hier überall ringsrum und vergessen hier sozusagen die Einfahrt zu dem Haus. Ist doch scheiße hier. So, und jetzt können wir das nämlich versorgen mit Fackeln. Okay. Ja, ich würde diese optionalen Dinge auch noch schnell machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Fackeln, 28 Stück wollten die. Dann produzieren wir mal 30. Das ist schon viel, viel. Also, das sind ja alles. Da muss ich nochmal ganz kurz checken. Also, wir haben. Lass mal kurz überlegen. Also, wir haben hier Militärcamp. Nein, gar nicht. Was ist eine Garnison? Wachen können mit Grenzstein dein Gebiet erweitern. Alle hier Stationierenden können patrouillieren oder Ziele von hier angreifen. Wo ist da der Unterschied? Also das braucht ja Werksteine, das braucht nur Stein. Ist eine Garnison einfach, hält einfach mehr aus oder können mehr Wachen rein? Das würde ich gerne auch nochmal testen, bevor wir uns hier in ein militärisches Spiel vorwagen. So, und dann Baustellencamp. Unterkunft von Bauarbeitenden, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Von Bauarbeitenden. Das heißt aber nicht, also wir können das hier mal hinbauen. Machen wir mal so ein bisschen mit Abstand. Von Bauarbeitenden. Sind Baustellenträger auch Bauarbeitende? Ja. Hier, da steht es ja, Belegung, ne? Baustellenträger, Planierer, Zimmerer. Die warten jetzt auf Werkstein. Und wie ist das mit dem Lager? Also wir haben eine Schatzkammer, wir haben Handelslager, haben wir ja hier. Da sind einfach Träger drin. Unterkunft von Handelnden. Okay, passt. So, und dann haben wir aber doch noch, was, das haben wir noch gar nicht gebaut, die Kunstschmiede. Wo war ich jetzt gerade nochmal? Moment. Hier. Lager. Das ist auch das Einzige, was mit Lager zu tun hat. Also ich kann ja mal kurz durchgucken, weil Rüstungsschmiede ist im Bau. Das ist auch alles im Bau. Was ist denn das eigentlich so lange im Bau? Weil wir da hölzerne Zahnräder brauchen. Müssen wir die selber? Warte mal. Wo sind wir hier? Da. Müssen wir das bei dem... Der Holzwerkstatt? Da müssen wir selber hier... seiner Räder anfordern. Ah, okay, das muss man natürlich wissen, ne? Also, dass das nicht... Das finde ich irgendwie so, muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich schon nett, wenn die Sachen irgendwie automatisch produziert werden. Ich weiß nicht. Also, das war mir jetzt zum Beispiel nicht ganz klar. Also, irgendwie bin ich ja dann doch schnell drauf gekommen, aber ja, die Gebäude wurden einfach nicht gebaut. Also, hier die Münzprägerei und auch die Weberei nicht, weil, na, ich kann es jetzt so nicht zeigen, aber weil dort steht, hölzernes Zahnrad wird benötigt. So, und ja, dass ich das dann selber bauen muss, wusste ich jetzt nicht so genau. Okay, aber hier sind Baustellenträger, Planierer, Zimmerer. Das heißt, man muss halt im regelmäßigen Abstand eigentlich einen Baustellencamp bauen. So würde ich das jetzt verstehen. Gut, dann schauen wir uns die Garnison an.
Ja, da passen 25 rein, hier 10, aber von einem Einheitentypen alles das gleiche, ne? Also Waldläufer, Draufgänger, dies, das. Ja. Okay, also das ist im Grunde genommen, ja, also das gleiche, nur dass halt mehr reinpassen. Hat so ein Gebäude irgendwie Hitpoints oder sowas, dass man das nochmal sehen kann? Na, ist auch wurscht, wir reißen auf jeden Fall dieses hier ab, dann ist das auch alles gut. Versorge Kuriosen Bazar. Die wollten ja Fackeln haben. Das läuft automatisch. Und dann können wir die Artefakte natürlich auch noch zustellen. Darauf eintreffende Handelsgüter. Haben wir denn jetzt noch so ein Artefakt oder? Wissen wir nicht genau, ne? Also, Learning aus dem Ding, wir haben mal alle Gebäude gesehen. Wir müssen... Warenausgangslager voll. Ja, das wollte ich mir nämlich nochmal angucken. Also, wenn ich jetzt... Also, lass mal hier ein Lager kurz hinbauen. Oder zwei. Das möchte ich kurz noch ausprobieren. Ansonsten würde ich sagen, wir haben die Gebäude sozusagen jetzt erstmal kennengelernt. Was für mich noch ein bisschen rätselhaft ist, wie sind hier die Bodenbegebenheiten? Oder zum Beispiel sandig ist am besten für Mais. Ach so. Es ist ja hier, oder nicht? Ja, also ich wollte gerade sagen, das zu erkennen, das muss ich üben. Also ich meine, wenn man einmal weiß, dass das hier, wie heißt das noch gleich, das ist staubig, das ist Grasland, das ist dann sandig, steinig, Moor oder wie hieß das? Moor, glaube ich, oder Moos. Ja, wenn man das einmal drauf hat, dann ist auch klar. Genau, das wollte ich sehen. Also was lagern die jetzt hier ein? Alles einfach so? Also und können die... Oder alles? Warte mal, Moment. Nee, die können tatsächlich nur... Uff. Also eine Sorte anscheinend nur einlagern. Also ich kann jetzt nicht sagen, mach mal hier Holz. Oder warte mal. Wir bauen... Nee, doch, wir machen hier mal und sagen, lager da mal Holz ein. Holz haben wir doch bestimmt ein bisschen im Dings, ne? Zur Not machen wir das so. Wir sagen... Ich glaube, die können tatsächlich nur eine Sorte einlagern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil, also dann macht für mich, wenn ich jetzt hier sage, lager mal Holz hin, dann macht das für mich irgendwie nicht so Sinn. Oder, also, wo soll ich ein Holzlager aufbauen? Holz brauche ich überall, wo Gebäude gebaut werden. Also, ich kann ja jetzt nicht irgendwie in jede Himmelsrichtung Holzlager bauen. Das fände ich irgendwie merkwürdig. Ich meine, klar ist, wenn jetzt hier irgendwo eine Schneiderei ist. Hier ist eine Weberei zum Beispiel. Die braucht Flachs. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, ich baue da gegenüber meinetwegen Flachslager oder so. Hier kommt jetzt zum Beispiel ein Nadelholzstamm rein. Kommt ein Laubholzstamm rein, warte mal. Das will ich mal umstellen auf Stein. Zement wird da jetzt eingelagert. Aber hier kommt nur ein Nadelholzstamm hin. Also da wird nichts... Die bringen nichts anderes dahin, oder? Das müssen wir ganz kurz nochmal durchlaufen lassen. Dann sind wir auch durch, sozusagen hier für das erste Video. Das Spiel macht mega Bock. Also ich will es auf jeden Fall weiterspielen. Und ich glaube, ich schiele hier gerade auf die Uhr rüber. Wir machen heute auch gleich noch eine zweite Folge von Pioneers of Pagonia.
Aber kurz mit dir. Hat Platz für bis eines Warentyps. Lagert einen überschüssigen Warentyp ein. Sobald Warenausgangslager voll sind oder lagert einen individuell ausgewählten Warentyp. Hat Platz für bis... Ja, es ist wirklich nur ein Warentyp. Also irgendwie, wenn du... Ich meine, es gibt ja tausende... Nein, nicht tausende, ist übertrieben. Aber es gibt dutzende Produkte und dann braucht man schon ordentlich... ordentlich Lager. Ja gut, Freunde. Das soll es gewesen sein. Also das war sozusagen die erste Mission. Die haben wir ja ganz gut jetzt hier über die Bühne gebracht. Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die sind mir noch ein kleines bisschen unklar. Aber insgesamt cooles Spiel gibt es jetzt auf Steam. Und ich packe auch alles, was ich so dazu finde, sowieso in die Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, dann hier Daumen nach oben und Kanal abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Und ja, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.